Moin ihr Lieben und los geht's mit jemand völlig Wahnsinnigen. Junge, du bist doch wahnsinnig, Alter. Sag ich ja, wahnsinnig. Man muss schon mit einem hohen Intellekt ausgestattet sein, um aus einer Kurve heraus auf einer engen Landstraße ohne Mittelstreifen bei Gegenverkehr mit einem Gurkenroller einen Mercedes zu überholen. Warum dürfen diese Teile überhaupt ohne Kennzeichen vorne auf der Straße fahren? Diese Datei heißt deutlich enger, als es auf der Dashcam aussah. Und den großen roten Fahrradüberweg haben wir sicherlich auch nicht wahrgenommen, ne? Wie das übrigens aus Sicht eines Fahrradfahrers aussieht, sehen wir hier. Der Einsender hat sogar bereits eine Hupe am Fahrrad installiert. Warum wohl? Ich als Fahrradfahrer kann es euch verraten. Weil wir einfach keine Rechte im Straßenverkehr haben. Beachten wir mal den kleinen Subaru vor uns. Einmal abgewürgt, okay, kein Problem, einfach neu versuchen. Zweites Mal abgewürgt, gut. Ein drittes Mal abgewürgt, nee, fährt noch oder auch nicht. Jetzt ist auch schon wieder rot, okay. Also erstmal sammeln, durchatmen und dann losfahren. Aber es ist doch rot. Und jetzt steht man da. Kann man sich erstmal Gedanken machen, ob man nicht eventuell die Fahrschule erneut aufsuchen sollte, während ein jeder kopfschüttelnd an dir vorbeifährt. Wenigstens den Blinker setzen kann er. So, endlich grün, dann kann es ja losgehen. Nein, einmal abwürgen geht noch. Unsere Dashcam nähert sich auch nur noch mit äußerster Vorsicht. Scheiß auf Wiedereinscheren, scheiß auf meine eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer, scheiß auf die Abbiegespur und die Route des Vordermanns, scheiß auf Gegenverkehr, scheiß einfach auf alles. Leute gibt's, ey. Mann. Ist das wieder was für YouTube? Und für die MPU. Schulterblick könnte helfen. Euer Montagnachmittag bei NRW 1 und dass ihr euch alles schon von uns gewünscht habt. NRW 1, gönn dir, was du möchtest. Maximum happy in den Frühling. Ja, der Frühling steht vor der Tür. Gerade nochmal ein bisschen versteckt. Aber man merkt. Was ist das heute eigentlich mit den silbernen Kleinwagen und roten Ampeln? Jetzt aber schnell weg hier. Gleich wird hier links im Bild ein BMW-Fahrer all seinen Klischees gerecht werden. Und zwar genau jetzt. Ja, ich verstehe es. Du hast zu Hause nichts zu melden und versuchst das mit Weltklasse-Autogefahren zu kompensieren. Man muss aber dazu sagen, das Bild, das andere dann von dir vor Augen haben, ist deutlich weniger cool, als du es dir wohl vorstellst. Wissen Assis eigentlich, dass sie Assis sind? So, der nächste Clip ist was Lustiges. Erstmal beginnen wir mit einer klassischen Kreiselsituation, in der mal wieder niemand auf die Idee kommt, beim Verlassen zu blinken. Was ich persönlich über alles liebe, wie schwer kann es nur sein? Blink nicht! Blinkt auch nicht! Dann fahren wir aber endlich ein und dann sowas.
Der Mustang klippt aus Panik auch erstmal direkt den Kannstein. Das ist aber noch nicht alles. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, habe ich vom Mustang einen Teil des Kennzeichens sichtbar gelassen, nämlich die 350 hier am Ende. Und warum? Weil ich unglaublicherweise von einem anderen Einsender diesen exakt gleichen Mustang in einem anderen Kreisel wiederentdeckt habe. Schaut auf das Kennzeichen, das ist das gleiche Auto, wieder beim Verlassen eines Kreisels, aber immerhin diesmal ohne Kannstein. Und wenn wir jetzt noch ein wenig vorspulen, kommen wir noch zu einem krassen Abstandsverstoß. Hier haben wir von dem Mini auf den Audi nur noch knapp eine Autolänge auf der Landstraße bei rund 100 km/h. Damit ist ein tödlicher Unfall vorprogrammiert, der sich nicht einfacher vermeiden lassen könnte. Und überholen wird der Mini auch nicht. Bei dem Abstand kann der Fahrer des Minis ja auch gar nicht mehr am Audi vorbeigucken. Die Distanz hielt der Mini übrigens auch schon zu Kurvenausgang. Das ist einfach nur Nötigung, unfassbar dumm und gefährlich. Aber das mit dem Mustang fand ich lustig. Achtet mal auf den BMW-SUV vor uns. Dieser gibt auf einmal Gas und überspringt direkt die Mittelspur. Dadurch erzeugt er einen Totwinkel, in welchem er den Verkehr auf der linken Spur nicht durch seinen Spiegel mehr beobachten kann. Und schon bremst er einen Opel mit gut 200 km/h einfach aus. Warum? Und nun kommen wir zu dem größten GAU eines jeden Autofahrers, nämlich einem Geisterfahrer. Schaut mal auf die Abfahrt hier links im Bild. Zwar nicht gut zu erkennen, jedoch bemerkt man schnell, hier stimmt etwas nicht. Bei der Ansicht von oben jedoch wird die Situation schnell klar, der Kleinwagen fährt in den Gegenverkehr auf den Zubringer zur A93. Dies ist also nicht mal eine Abfahrt, sondern der Beginn einer Geisterfahrt. Man erkennt, dass wir hier eine zweispurige Einbahnstraße haben, auf welche der PKW wohl gerade versucht falschrum einzuscheren. Wenn man so etwas sieht, muss man meiner Meinung nach sofort die Polizei informieren. Fast kaum etwas ist gefährlicher als eine Geisterfahrt, sei es absichtlich, sowas gibt es sogar als eine Art Mutprobe, oder aus Verwirrung, hier ist man in der Pflicht, dieses sofort zu melden. Über das weitere Geschehen ist mir jedoch nichts bekannt, ich hoffe inständig, dass der Fahrer seinen Fehler schnell erkannt und auf dem Seitenstreifen hier gehalten hat. Und zum Runterkommen, schauen wir dieser Frau beim Einparken zu, das sollte ich rausschneiden. Die Parkplätze sind im Übrigen natürlich in Fahrtrichtung. Die Frau ist also hier ebenfalls eine Geisterfahrerin. Ich dachte, wir wollten runterkommen. Sie setzt kurz zurück, erkennt jedoch direkt, dass sie hier niemals rückwärts raus navigieren könnte, versucht es also erneut über den Gegenverkehr. Nun stellt sie wohl gerade fest, dass sie nicht ganz identisch wie ihre Nachbarn in der Parklücke steht und versucht, diesen Fauxpas zu korrigieren. Auch der Kannstein bleibt nicht ganz davon unberührt. What the fuck is she doing? Es wird erneut zum Einparken eingesetzt und die Situation dann auch von außen betrachtet. Im Angesicht dieser fahrerischen Glanzleistung akzeptiert die Frau ihr Schicksal und gibt dann einfach auf. Bleib so stehen. Ernsthaft jetzt? Ja. Ja. Also es tut mir leid, aber kein Wunder, dass sie so nicht... Ich kann nicht mehr. Kein Wunder, dass sie so nicht einpacken kann, wenn sie falsch herum reinfährt. Also... Also natürlich, theoretisch geht das trotzdem, aber... Ach, ey. Schön. Ich guck so raus, weißt du, guck so. Passt. Dem sei nicht mehr viel hinzuzufügen, außer vielleicht danke fürs Einschalten. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mögt, lasst ein Like, einen Kommentar da und vor allem sendet mir weiter den Wahnsinn auf deutschen Straßen oder wie in diesem Fall auf deutschen McDonald's-Parkplätzen. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, Abstand halten und ihr wisst es, Dashcam an.